Ich darf Ihnen gleich die nächste Vortragende vorstellen. Maria Kronfelder studierte Philosophie und Religionswissenschaften an der Uni Regensburg. Sie war anschließend am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin tätig und ist seit 2014 Professorin an der Central European University in Budapest bzw. jetzt Wien. Ihre Forschungsthemen sind Evolution, die Natur-Kultur-Unterscheidung, Komplexität, Einheit und Vielfalt der Wissenschaften, Wissenschaften und Kreativität, Wissenschaft und Gesellschaft. Und wir gehen jetzt von der Entwicklung der Empathie im Kleinkindalter einen großen Schritt weiter zu den Erwachsenen und zu der Frage, wo endet denn Empathie, über den Begriff des Mitmenschen und wie er zum Gegenmenschen werden kann. Frau Kronfelder, bitte. Danke. Also wie es wurde ja schon angesprochen, dass die Empathie nicht immer gleich verteilt wird zwischen den Menschen. Und dieses Thema möchte ich heute angehen mit einem Fokus auf den Begriff des Menschen. Das machen ja Philosophen gerne, dass sie sich auf die Begriffe konzentrieren. Und ich beginne schon mal mit dem... Schauen wir mal, ob das so geht. Was sehen Sie hier, meine Damen und Herren? So sieht ein Flüchtling aus, wenn Sie das Militär sind und es ist nachts. Und Sie brauchen eine Nachtsichtkamera. Gibt es irgendeinen Klicker, wo ich nicht zweimal klicken muss oder nicht? Aber wie immer sehen Sie hier, also der Künstler Richard Morse in einem Projekt, das er dann als Buch als Incoming veröffentlicht hat, hat die gleiche Kamera wie das Militär verwendet, um sozusagen den Prozess, den ich zusammen mit vielen anderen Dehumanisierung nenne, zu porträtieren. Nämlich, dass wir durch, und das wurde heute Morgen ja schon mal angesprochen, durch Technik unter Umständen einen Empathieverlust erleben. Und in dieser Situation, wenn die Soldaten da stehen und ihren Job tun müssen, ist, wir hatten gerade den Fall der Medizin, unter Umständen ist auch sogar zielführend, gegeben die Jobbeschreibung für das Militär, einen gewissen Empathieverlust zu haben, um eine Art von Selbstregulation oder Kontrolle in dieser Situation auszuüben. Und ich möchte Sie jetzt einladen, dass wir gemeinsam über diesen Prozess weiter reflektieren, also eine philosophische, eine epistemologische Kamera zu verwenden, um Dehumanisierung ein bisschen genauer zu verstehen. Und das ist, ich begreife Dehumanisierung als was Menschliches, Unmenschliches. Also wir tun das, Paul Blum wurde erwähnt, wir tun das. Jetzt ist halt auch die Frage, wie wir damit umgehen und ob wir es in einer gewissen Hinsicht auch ändern können. Schauen wir nochmal. Also, was ist Dehumanisierung? Vielleicht die nächste Folie. Ich lese Ihnen dieses Zitat vor. Von Martha Nussbaum. With person, the defender of equality is on uncertain ground. Ground that the opponent can at any moment shift under her feet. With human being, on the other hand, it is always open to her to say to the opponent, look at these beings. You cannot fail to grant that they use their senses, that they think about the future, that they engage in ethical conversation, that they have needs and vulnerabilities similar to your own. Grant this, and you grant that they are human. Grant that they are human, and you grant that they have needs for flourishing that exert a moral pull on anyone who would deny them. It is always possible to deny such an appeal, even when looking into the face of a woman with whom one lives and bears children. On the other hand, it is impossible to do so with full and honest, consistent reflection. Also was Martha Nussbaum in diesem Zitat sozusagen zusammenfasst, ist, dass man in der Moralphilosophie häufig inzwischen von einer anthropologischen Neutralität ausgeht. Also man bezieht sich nicht auf den Begriff des Menschen, sondern auf den Begriff der Person, der dann irgendwie ausbuchstabiert wird. Und hier sagt sie, dass wir mit sozusagen mit Person auf sehr, nicht sehr sicher im Grunde sind, weil wir das noch exklusiver verteilen und zuweisen in unserem sozialen Miteinander als jetzt sowas wie Menschsein, weil Menschsein nach ihr hat so eine Fundierung in mehr in anthropologischen Wissen, die biologische Spezies Mensch.
Das Problem ist, dass selbst der Begriff Mensch, wie wir ihn verwenden, und der Begriff Mensch und dann Mitmensch und Gegenmensch kommt damit rein, ist noch ein zu unsicheres Fundament. Deswegen müssen wir uns auch über die Humanisierung unterhalten. Nussbaum, um fair zu sein, weiß das, dass auch der Begriff Mensch keine perfekte Lösung ist, aber ihrer Meinung nach eine bessere Lösung ist, um unser Miteinander zu und damit Empathie zu regulieren, kognitiv. Und sie spricht von einem prejudicial application of the concept of the human, das heißt eine vorurteilsgeladene Verwendung des Begriffs des Menschen. Jetzt gehen wir mal weiter hier. Das heißt, wir können über Technik geladen oder über kognitive Filter, wir brauchen unter Umständen gar kein Nachtsichtgerät, um weniger Mensch sein in einem Flüchtling zu sehen. Wir können in das Gesicht eines Menschen schauen und eben das Menschsein nicht gleichmäßig zuweisen. Also das Problem ist, yes you can, look into the face of the human. Stellen Sie sich vor, mein Beispiel ist gerne, es ist auch neurophysiologisch erwiesen, wenn wir auf der Straße einem Bettler, einem Obdachlosen begegnen, reagieren eher die Gehirnregionen, die sonst bei Mülltonnen regieren, statt die Gehirnregionen, die regieren, wenn wir mit unserem Kind reden oder jemanden, den wir näher kennen. Also und Ekel und solche Gefühle sind dann welche, die dann auch hochkommen, statt Empathie. Jetzt zurück zu dem Begriff des Menschen. Also wir würden ja eigentlich meinen, dass wir heute einen universalistischen Begriff des Menschen haben, also der global ist, einen globalen Bezugsrahmen voraussetzt, damit, dass wir alle eine biologische Art sind und gemeinsame Abstammung haben. Das haben wir durchaus durch die Evolutionstheorie, Darwin war da ein wichtiger Punkt, gelernt. Also ich glaube, es gibt wenige heutzutage, die eine sogenannte Polygenese so vertreten, wo es wirklich verschiedene Arten des Menschseins gibt, Arten, biologische Arten. Also, und für Darwin war das ein wichtiger Punkt, die gemeinsame Abstammung, dass alle Menschen einer Abstammung ist. Im 19. Jahrhundert war das aber noch nicht eine weit verbreitete Meinung, einen globalen Begriff des Menschen zu haben. Und für Charles Darwin war das, und ich komme gleich auf dieses Bild zu sprechen, war die Idee einer globalen Menschheit, einer Art, einer Gemeinsamkeit, einer gemeinsamen Menschheit, der Mitmenschlichkeit sozusagen, eine moralisch-politische Motivation, um seine Evolutionstheorie zu vertreten, die ja neben der natürlichen Selektion als ein wichtiges Prinzip die gemeinsame Abstammung aller Menschen und dann auch der Tiere als ein Kernprinzip hatte und ihn seine Evolutionstheorie auch unterscheidet von einer lamarckistischen Evolutionstheorie, die keine gemeinsame Abstammung aller Menschen und auch der Menschen von den Tieren voraussetzt in der Theorie. Und Sie sehen, wie hier Politik und Theorie, wissenschaftliche Theorien, durchaus auch so eine Korrelation. Man kann nicht sagen, was hat das andere verursacht, aber hier gibt es durchaus, wo die sozialen, globalen Herausforderungen einen Spiegel finden in den wissenschaftlichen Theorien. Und hier sehen Sie Medaillons, das waren so, weiß ich, Email oder Porzellan, oder, und da steht drauf, am I not a man and a brother? Und die waren so kleine Medaillons, die Wedgwood Darwin Family, die Wedgwood Family, also die sozusagen die andere Seite von der Darwin Family, die hatten so Keramikfabriken und die haben die hergestellt, weil die ganzen beiden Familien sehr stark engagiert waren im Kampf gegen die Sklaverei, für die Abstammung der Sklaverei. Sie sehen den Hintergrund in der Familie, Kampf gegen die Sklaverei, Evolutionstheorie mit dem Abstammungsprinzip als ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt sozusagen gesagt, diesen Kampf, der wurde geistesgeschichtlich gefochten und heutzutage nicht nur wegen der Evolutionstheorie, sondern auch weil die Globalisierung globale Interaktionen zwischen Menschen auch beinhaltet, so zumindest Historiker, haben wir einen globalen Begriff des Mitmenschen. Aber
Leider ist der, so die Forschung in der Kognitionswissenschaft, aufbauend, was wir im ersten Vortrag gehört haben. Leider ist diese Sinni-Medaille noch im Hintergrund nicht kognitiv sehr relevant, weil wir haben ein sehr selbstzentriertes Weltbild und es sind eher Gruppen wie hier die Verwandtschaft oder die Freundschaft oder ideologische Gruppen wie Parteizugehörigkeit, die Kollegen und so weiter und Outputs. Die Menschheit, die globale Menschheit als Gruppenzugehörigkeit ist hier nur gestrichelt, weil sie nach diesem Autor, von dem ich dieses Bild übernommen habe, kognitiv nicht relevant ist. Wir benutzen den Begriff des Menschen ganz wenig in unseren sozialen Interaktionen. Und das, obwohl wir als Kinder unter Umständen schon wahrscheinlich irgendwie sowas haben, wie so eine Species Recognition, darüber haben Sie jetzt nicht gesprochen, aber ist wahrscheinlich Evidenz da. Als Erwachsene haben wir ganz viele Gruppen, die sich davor hinschieben, die das trumpfen sozusagen, könnte man sagen. Die Erklärungen, glaube ich, sind da wissenschaftlich noch nicht so ganz da, aber es gibt ganz viel Evidenz dafür, dass wir ethnozentristisch sind oder ein Outgroup-Bias haben und so weiter und dass der Begriff des Menschen, wenn dann nur graduiert verwendet wird, aber eben nicht einfach nur als Gruppenzugehörigkeit. Und Marsha Salins, ein Kulturanthropologe, der die Cultural Studies mitbegründet hat, der hat dieses ethnozentristische Weltbild und ist nicht nur ethnozentristisch, aber ich würde sagen selbstzentriert und dann sind es verschiedene Gruppen in verschiedenen Ausmaßen, die eine Rolle spielen. L'espèce, moi, ich bin die Spezies. Also welchen Begriff des Menschen wir haben, das hängt immer davon ab, wer spricht. Und wenn ich spreche, dann sind Sie alle für mich bereits weniger menschlich. Und wenn Sie sprechen, dann bin ich schon wieder weniger menschlich. Und da, weil man auch diese Dehumanisierung zeigen kann, dass nicht nur wir im Westen machen diese Dehumanisierung, sondern es ist sehr auch in anderen Kulturen eine Art, wie wir miteinander umgehen. Wie gesagt, die Evidenz für die Humanisierung, dass wir manche Menschen als nicht oder weniger menschlich betrachten, gibt es überall aus allen möglichen Ecken der Geistes- und Sozialwissenschaften. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht groß auf die Evidenz ein, also auf die ganz vielen Sachen. Aber was in den letzten 20 Jahren gezeigt wurde, ist, dass es eben nicht nur im Holocaust, in Kriegszuständen, bei Vergewaltigungen, bei allen anderen möglichen Grausamkeiten stattfindet, sondern eben auch implizit, ohne dass wir es kognitiv bewusst wahrnehmen. Wir glauben alle, wir sind keine Rassisten und faktisch sind wir es dann doch unterbewusst. Und also es ist implizit, in Graden und dadurch auch ganz alltäglich. Deswegen, meine Damen und Herren, brauchen wir häufig eben auch Erinnerungen, wie hier 1968 Civil Rights Movement in den Vereinigten Staaten oder wie hier, um nach Wien zu kommen, 2013 in Wien bei einer Demonstration in Sachen Flüchtlingskontext. Und ich habe mir die Freiheit erlaubt, die Migrationsangelegenheiten als eine globale Krise hier jetzt herauszugreifen. Nun, wie wird jetzt der Mitmensch zum Gegenmenschen? Na? Bisher habe ich vor allem über diese Kreise geredet, ja? Also welche Gruppenzugehörigkeiten für uns kognitiv relevant ist. Martha Nussbaum in diesem Zitat, das ich verwendet habe, hat aber auch auf bestimmte Eigenschaften hingewiesen. Also wenn wir jetzt einem Flüchtling begegnen oder einem Obdachlosen, dann sagt sie, you cannot fail to grant, du kannst nicht verhindern, dass man zuschreibt, dass die Sinne verwendet werden, dass sie über die Zukunft nachdenken, dass sie sich ethisch verhalten, dass sie Bedürfnisse haben und Verletzlichkeiten, die ähnlich sind. Ob es diese Eigenschaften sind oder andere Eigenschaften sind, wissenschaftlich betrachtet, denke ich mal, gibt es genügend Evidenz, dass wir diese Eigenschaften mehr oder weniger statistisch global verteilt und gewisse Ähnlichkeiten unter Menschen gibt, aber diese werden eben im Miteinander nicht entsprechend zugewiesen. Psychologisch betrachtet werden auch diese Eigenschaften unterschiedlich
zugewiesen. Nicht nur die Empathie an sich, dass wir den anderen als Mitmenschen akzeptieren. Andere haben weniger davon und wenn es sehr wenig wird, dann wird der Mitmensch auch schon mal zum Gegenmenschen, den man dann auch legitimerweise töten darf, vergewaltigen darf, etc. pp. Also der Gegenmensch ist dann sozusagen die Extremform davon. Und Lyons et al. Und Hassnam et al. Sind Autoren, um die herum sich ganz viel empirische Forschung dazu entwickelt hat. Diese empirische Forschung, die auch mit Experimenten arbeitet, wie wir es im ersten Vortrag heute schon gehört haben, um zu zeigen, dass wir Menschsein unterschiedlich zuweisen, dem entspricht jetzt auch das, was möchte ich Historiker hinzubringen. Der Historiker Reinhard Koselleck hat die Geschichte des Begriffs Mensch untersucht und hat den alltagsweltlichen Begriff Mensch als einen asymmetrischen Feindbegriff gefasst. Und asymmetrische Feindbegriffe sind Begriffe, anhand derer bestimmte Eigenschaften im Umgang mit Fremden oder schlicht anderen zu- bzw. abgesprochen werden. Und ein Beispiel, das er nennt, ist Christ. Also Christ ist ein asymmetrischer Feindbegriff, das sind Christ und dann sind die anderen, also Moslems und dann so weiter und so fort, Hinduisten. Und das sind andere und es ist asymmetrisch, die werden automatisch abgewertet. Ist eine Asymmetrie drin, aber die Bedeutung des Begriffs Christ ist durchaus festgelegt. Also es hat was mit Christus zu tun und einer gewissen historischen Tradition, eine Sozialinstitution und so weiter und so fort. Das Wesentliche am Begriff des Menschseins ist, er ist nicht festgelegt im Alltagsweltlichen. Er hat keinen Inhalt. Der Begriff des Menschen ist leer, den wir füllen mit was auch immer wir für wichtig erachten für unser Zusammensein. Das ist seine These. Und das geht jetzt fast zu dem, was ich zuvor gesagt habe, was der Kulturanthropologe Marsha Selins gesagt hat, aus seinen kulturanthropologischen Forschungen mit anderen Kulturen, dass Ethnozentrismus, ich bin die Spezies, alle anderen sind weniger menschlich, ein weit verbreitetes Phänomen ist, nicht nur im Westen. Und das passt dann dazu, weil bestimmte nicht-westliche Kulturen füllen den Begriff des Menschen vielleicht nicht mit Rationalität, wie wir es vor allem tun, oder vielleicht auch gar nicht mit dem Begriff der Empathie, vielleicht werden ganz andere Begriffe verwendet, die damit zusammenhängen. Und dann ist zum Beispiel Kinship ist häufig auch ein Begriff, der da eine große Rolle spielt. Meines Erachtens folgt daraus, dass wir uns, wenn wir über Menschsein, Mitmenschsein und dann die Konstruktion von Gegenmenschen sprechen, dass nicht so sehr der Inhalt das Entscheidende ist, sondern die Funktion, die der Begriff spielt in unserer sozialen Interaktion, nämlich dass wir ihn zur Strukturierung von Miteinander und Gegeneinander verwenden, weil der Inhalt eben variieren kann. Und das heißt dann auch, dass es eine subjektive Entscheidung ist oder eine diskursive Entscheidung, was wir unter Menschsein verstehen, welche Eigenschaften wichtig sind. Jetzt werden Sie sicher schon denken, naja, also Frau Grundfeld, wie passt das denn mit den Wissenschaften von Menschen zusammen? Ich habe es ja kurz schon erwähnt, ja, natürlich teilen wir alle bestimmte Eigenschaften. Die meisten Menschen sind rational, gehen auf zwei Beinen, manche sitzen im Rollstuhl und so weiter. Es gibt sozusagen bestimmte statistische Regularitäten über das Menschsein. Und die können wir doch wissen, um objektives Wissen darüber zu haben, wie der Mensch ist. Also sind diese Kulturen, die einfach einen anderen Begriff des Menschseins haben, nicht einfach nur, liegen die nicht einfach falsch? Und sollten wir nicht einfach das glauben, was uns irgendwelche Wissenschaftler sagen, was Menschsein bedeutet? Ja, es gibt dieses Wissen und das ist auch relevant, aber das löst das Problem der Dehumanisierung und der Grenzen der Empathie nicht. Also, gehe ich mit der Zeit? Gut. So sieht meines Erachtens künstlerisch dargestellt die menschliche Natur aus. Ein Bild von Jackson Pollock. Also da gibt es ganz viele kausale Interaktionen, die ganzen Striche. Das sind die Gene, die mit der Umwelt interagieren, wild durcheinander, ziemlich komplex. Eine sehr volle Tafel. Ja, also Sie kennen vielleicht diese Metapher von the Blank Slate, die leere Tafel, wo Philosophen behauptet haben, und nicht nur Philosophen, dass es nichts Angeborenes des Menschen gibt. Also die
Neugeboren ist es Lea, kommt Lea auf die Welt? Das glaube ich nicht. Und wir haben ein paar Sachen heute Morgen schon gehört. Ich glaube, die Tafel ist sehr, 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 sehr voll. Und weil sie so voll ist, und dann haben wir einen Rahmen, also um Teile der kausalen Interaktion tun wir einen Rahmen rum und sagen, na, das ist Natur und der Rest ist Kultur. Na, da ist, bin ich und da ist die Umwelt. Da haben wir auch gehört, diese Grenze, die da gezogen wird, meistens an der Körpergrenze, das machen schon kleine Kinder und Philosophen machen dann große Theorien daraus, wenn sie erwachsen sind. Aber es ist etwas, was wir tun. Die kausalen Interaktionen gehen über diese Grenze hinaus. Also die Menschennatur ist eine volle Tafel mit einem Rahmen und was wir einen zweiten Schritt eben auch noch machen ist, wir abstrahieren, wir wählen aus. Ja, wir sozusagen abstrahieren, systematisieren und wählen bestimmte Sachen aus, wie zum Beispiel, dass Rationalität in unserer sozialen Interaktion sehr, sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht sogar sowas wie Regulation, dass da ein kultureller Aspekt ist. Für uns ist Regulation des Verhaltens in unserer Kultur sehr, sehr, sehr wichtig. Da bin ich gespannt auf eine Diskussion. Also wir wählen aus zwischen den Sachen, die für Menschsein wichtig sind. Und jetzt möchte ich das noch ein bisschen mit Inhalt füllen, inwiefern das relevant ist. Menschwerdung. Was hat uns zum Menschen gemacht? Also ein Biologe würde sagen, ja, dieser opponierbare Daumen, also der war schon sehr, sehr, sehr wichtig. Dann manche sagen, die Ferse, ja, also dass die Art von Ferse, die wir haben, das hat uns zu globaler Migration gebracht und hat uns echt speedy Gonzales gemacht und das war sehr, sehr wichtig für die Menschwerdung. Und dann kommt der Philosoph und sagt, also bitteschön, Rationalität. Mit Aristoteles kommt auf die Bühne mit seinem ganzen Gefolge und sagt, zuhören, Rationalität. Und dann kommt der Kant und sagt, nein, Autonomie. Das ist das Wichtigste in unserem Menschsein. Und dann sind wir heute und sagen, Empathie. Zuhören, langsam, nicht nur diese anderen Sachen. Und dann kommt jemand wie Konrad Lorenz hier in Wien, sollte ja vielleicht erwähnt werden und gerade heute hier, der dann sagt, naja, also Aggression hat schon auch eine Rolle gespielt in der Menschwerdung und vielleicht sogar eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Jetzt haben Sie all diese Theorien über Menschwerdung, wo andere Eigenschaften, die typisch sind für Menschen, herausgegriffen werden, um etwas, eine Geschichte zu erzählen, nicht nur über unser Werden, wie wir zu dem geworden sind, wie wir sind, sondern immer auch gleichzeitig zu dem, was wir tun sollen in der Interaktion miteinander. Meine Theorie ist, diese Tafel ist voll und wenn wir jetzt diese ganzen Eigenschaften und kausalen Interaktionen, und mir geht es jetzt vor allem um die Eigenschaften, auf eine Liste aufschreiben würden, wäre die Liste sehr lang und dann wählen unterschiedliche Leute, picken sich was Unterschiedliches raus aus der Liste und wenn das dann für wichtig erachtet wird, macht es was mit uns und strukturiert unser nächstes Verhalten, weil wir uns immer selber gleich konstruieren und deswegen ist ist eben auch eine Entscheidung, wo die Grenzen der Empathie sind und was wir für wichtig erachten in unserer Auseinandersetzung. Und diese Unstimmigkeiten unter den Theorien, was hat uns eigentlich zum Menschen gemacht? Ist es der opponierbare Daumen, ist es die Ferse, ist es die Rationalität, die Autonomie, die Empathie, die Moralität oder die Aggression? Hat der Politikwissenschaftler Walter Galley hat Begriffe, wo die Fakten auf den Tisch legen. Die Wissenschaftler streiten sich nicht über die Fakten, die sind auf dem Tisch. Und trotzdem streiten sie sich. Und Galleys Theorie war, wenn man sich nicht einig wird, wenn sich sehr, sehr, sehr kluge Menschen nicht einig werden, obwohl die Fakten unstrittig sind, ist das Problem woanders. Es ist nicht ein Problem des postfaktischen Zeitalter, sondern es geht hier um Begriffe, die so wichtig sind, dass wir uns darüber streiten müssen. Es ist sozusagen essentiell ein Wesen des Begriffs, dass man sich darüber streitet und über den Streit kommt man der Sache näher. Das Beispiel, das er verwendet hat, ist der Begriff Demokratie. Was ist Demokratie, meine Damen und Herren?
Ja, darüber streiten wir uns jetzt mindestens seit 2000 Jahren. Und da wird es auch kein Ende geben. Und es ist durch das Streiten über den Begriff Demokratie, so die These von Gerli, kommen wir dem, was wir grob damit meinen, immer näher. Es ist, das sich nicht einig sein, gehört dazu, zum Sprachspiel sozusagen. Und meine These ist, der Begriff des Menschen und damit die Grenzen der Empathie, die mit dem Begriff gezogen werden, ist auch ein wesentlich umstrittener Begriff, wo wir nicht einfach nur auf die Wissenschaften zeigen können, ja, jetzt sagt uns doch mal, was Sache ist. Ja, das können die uns sagen, ist auch gut so, aber dann müssen wir immer noch unseren Streit führen im Sinne von einem Diskurs, was als wichtig im Menschsein gilt. Und das nennt er eine produktive Reflexivität. Also der Streit ist ein produktiver Streit. Der kann auch scheitern als produktiver, wie wir in politischen Diskussionen wissen, aber wir können unseren Teil dazu beitragen. Menschsein wird dann letztendlich zu einem Projekt und das ist ein Begriff, den Richard Rorty und Ernst Cassirer aus ganz unterschiedlichen philosophischen Lagern schon verwendet haben. Und meine Schlussthese ist damit, es ist eine Entscheidung, wie weit wir den Kreis der Empathie ziehen und welche Eigenschaften wir auswählen im sozialen Miteinander, wann wir die Empathie verweigern und die Grenzen der Empathie lassen sich verschieben, weil sie sich auch historisch schon verschoben haben. Mein Beispiel zur Sklaverei. Inwiefern, das hängt dann natürlich von unserem Handeln ab und unseren Entscheidungen. Und ich danke mich für die Aufmerksamkeit und habe noch einen kleinen Cartoon. Also wir hatten die Medizin heute Morgen schon. Peanuts, you a doctor? Ha! Das ist ein Witz. You could never be a doctor, you know why? Because you don't love mankind, that's why. I love mankind, it's people I can't stand. So viel zur Mother Nussbaum und dass wir doch vielleicht die Menschen alle lieben. Nur als Witz. Wenn Sie die Referenzen und wenn Sie mehr über das wissen wollen, was ich vorgestellt habe, dann können Sie das in dem Buch, das ich kürzlich veröffentlicht habe, dazu nachlesen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kronfelder. Während Sie sich ein Wasser einschenken, darf ich Sie bitten, mir zu zeigen, wenn Sie Fragen haben. Dieser erste Vortrag war sehr persönlich, also ging sehr auf die persönliche Beziehungsebene zwischen Mutter und Kind. Und der jetzige ist eine sehr eher in einer richtigen, ganz menschheitliche, auf eine ganz menschheitliche Ebene gegangen. Und ich frage mich, ob Empathie nicht ein Instrument ist, was eher auf einer persönlichen Ebene stattfindet und wir sehr herausgefordert sind durch die vielen Nachrichten, die wir hören von der globalen Welt, wie viel Leid es da gibt, also wenn wir da Empathie empfinden, was wir auch tun, dass da nicht eine Grenze drinnen steckt, dass Empathie ist ja gerichtet auf Menschen und nicht auf, ich meine, oder auf Tiere oder was immer, aber jedenfalls ist es eine zwischenmenschliche Geschichte. Und diese Globalisierung, da scheint mir eigentlich eher eine Grenze zu sein, wie wir es schon vorher gehört haben, auch bei einem Mediziner, der eine Triage machen muss. Also ich sehe die Grenzen eher mehr an dieser Ausweitung. Dankeschön. Ich glaube, das ist ja gerade der, weswegen wir hier sind, ja? Also darüber zu sprechen. Ich bin ein bisschen weniger pessimistisch wie Sie, glaube ich. Weil ich, obwohl ich Ihnen zustimme, dass faktisch, wenn wir zurück in die Vergangenheit blicken und auch jetzt schauen, die Grenzen der Empathie ganz klar sind. Aber sie haben sich ja historisch schon verschoben. Wir sind ja unter Umständen auch, sehen Sie Kommunikation, Sie haben ja auch Interaktion, also sie, so Ihr Begriff von Empathie, den Sie jetzt verwendet haben, ist einer, der sich darauf bezieht, Empathie hat was mit
Zwischenmenschlichkeit zu tun. Ja? Und das Zwischen sagt, der Mitmensch ist immer der, mit dem ich eine Interaktion habe. Ja? Und jetzt ist aber, ist dummerweise so, jetzt kommen Komplexitäten dazu. Jetzt kann ich ja durchaus mit jemandem täglich eine Interaktion haben und den aber ganz schön mies behandeln und gar keine Empathie haben. Und es kann Menschen geben, mit denen habe ich ganz wenig Interaktion und ich sehe deren Sterben oder Leiden irgendwo auf der Welt, habe die noch nie gesehen, noch nie mit denen was zu tun gehabt und ich kann ganz schön viel Empathie zeigen. Das heißt, es graduiert sich alles ein bisschen. Also die globale Mitmenschlichkeit kann schon auch relevant werden in unserem Handeln, sie kann aber auch sehr weggehen und dann kommt es auf ganz viele Details an, wo wir da gerade sind und wie man als Individuum auch reagiert. Mein Punkt ist, wenn wir in die Geschichte schauen und auch Kognitionswissenschaften hinzunehmen, können wir die Grenzen der Empathie kleiner und enger machen, je nachdem. Wir können eine Kamera verwenden, wir können zum Beispiel Flüchtlinge in der Zeitung so darstellen, dass ihre Individualität gar nicht rüberkommt. Wir können aber auch ein Porträt zeigen von einem Flüchtling und dann zeigen experimentelle Studien, also wo den Leuten in den Versuchen verschiedene Zeitungsartikel gezeigt wurden, wo die Flüchtlinge mal so dargestellt wurden, mal so dargestellt werden. Und die empathischen Reaktionen waren unterschiedlich. Das heißt, es kommt, einerseits haben sie recht, andererseits sehe ich viel mehr Flexibilität und Graduierungen und damit auch eine Chance, über bestimmte Mechanismen und bestimmte Arten des Denkens mehr Empathie zu leisten, die wir nun mal brauchen in einer globalen global interaktiven Welt, weil wir heutzutage global interagieren. Ja, schönen Dank für Ihre Ausführungen. Ich komme aus dem Bereich Biologie und Philosophie, Ethik. Und was man hier, glaube ich, noch beachten sollte, ist Empathie, glaube ich, können wir biologisch gesehen zwar etwas erweitern, aber niemals auf die ganze Welt übertragen. Was wir schon können, ist mit unserem Verstand, und das ist ja der Bereich dann der Ethik auch, einfach die Menschenrechte sehen und auch sie so, sich so verhalten, dass wir sie rational, also verantwortungsmäßig anwenden, auch auf die, für die wir keine Sympathie empfinden. Wovor ich aber warnen muss, ist, dass man durch Empathie alle Menschen gleich lieb in Anführungsstrichen macht. Es gibt einfach überall auf der Welt, also genau in diesem Raum vielleicht auch, aber vielleicht etwas weniger aufgrund des Interesses, wie auch in jedem Land, in jeder Kultur, bei jeder Religion, gibt es Menschen, die die Menschenrechte achten und damit Leben befördern und solche, die sie verletzen. Und natürlich manipulieren die Medien mit Bildern und auch mit Berichten, aber in beide Seiten, nicht nur in eine. Und darauf möchte ich hinweisen, das heißt, der Verstand, der sich dann auch der ethischen Grundlagen bedient, der darf nicht ausgeschlossen werden, sonst machen wir auch Fehler. Danke. Danke, also ich nehme das jetzt vor allem als einen Kommentar. Ich würde Ihnen eigentlich auch... ich würde Ihnen da auch zustimmen. Ich würde drei Sachen sagen. Das eine ist Empathie. Und das ist jetzt den Empathiebegriff, den wir jetzt über die Diskussion jetzt verwenden. Das ist einer der... wirklich einen Kontrast hat zur Rationalität. Fair enough. Ich glaube, den können wir so, funktioniert die Forschung jetzt auch und so ist der Begriff jetzt auch und habe ich kein Problem damit. Aber ich würde dazwischen, weil Sie die Ethik dazu bringen, ja, und so ein Begriff wie Menschenrechte, ganz wichtig ist der Begriff der Anerkennung. Ja, Anerkennung hat nicht notwendigerweise, also ist nicht reduzierbar auf Empathie, ist aber auch nicht reduzierbar auf Rationalität. Ich kann eine rationalistisch gerechtfertigte Ethik, die sich auf Menschenrechte bezieht, muss ich trotzdem erstmal klären, wer zählt. Wer ist der Mensch, der hier Rechte hat? Und wo ist die Grenze? Und diese... Und, ja, aber diese, wer, diese Verhandlung, wer zählt als Mensch? Menschen, manche Rechte haben historisch eben nicht auf gleiche Art und Weise für alle Menschen gegolten. Und deswegen muss man sich, und das ist wo der Begriff der Anerkennung dazukommt, in dem Moment, wo nicht nur der Begriff der Menschenrechte kognitiv relevant werden soll, also in ihrem eigenen individuellen Handeln, nicht als juristische Kategorie, sondern im eigenen
ethischem Handeln, muss dieser Begriff auch was mit Anerkennung zu tun haben, weil sonst stehen sie davor und tun das, was nachgewiesen wurde empirisch. Sie sehen den Bettler, den Obdachlosen, und sie weisen weniger Menschlichkeit zu und sie weisen faktisch nicht die gleichen Menschenrechte zu in ihrem eigenen Handeln. Und das ist mein Punkt. Ich will diese Mittelebene dazwischen einziehen. Ich habe zwei kurze, bitte, eine kurze Wortmeldungen, wenn es geht, noch oder Fragen. Danke. Ich beziehe mich auf dieses, dass Konflikt oder Streiten oder diese produktive Reflexivität eine Pforte sein könnte für Vorankommen. Wie sehen Sie das? Ist auch für unsere gesamtweltliche, gesamtmenschliche Fähigkeit da über das Kognitive hinauszugehen, es ist nicht zu verlassen, sondern es zu erweitern, müssen wir da auch so uns ein wenig wie Kinder vorstellen, die sozusagen eine Entwicklung brauchen. Und brauchen wir dann so etwas wie schon weiter gereifte Menschen, an denen wir uns orientieren? Wie sehen Sie das? Ja, danke. Zur Unterscheidung Mensch-Person fällt mir ein gutes Schopenhauer-Zitat ein, und zwar im ungefähren Wortlaut: fast alle Menschen bedenken unablässig, dass sie dieser und jener Mensch sind und was daraus folgt. Jedoch, dass sie überhaupt Mensch sind und was daraus folgt, ist die Hauptsache und wird jedoch kaum bedacht. Also das scheint ja heute auch noch immer zuzutreffen, wenn ich das so rausgehört habe aus Ihrem Vortrag. Also zu dem zweiten kann ich ganz, ja genau, also das überhaupt Menschsein, das ist der Mitmensch und der Begriff des Menschen als eine gemeinsame Art, der dann sozusagen dem Begriff der Menschenrechte unterliegt, und gleichzeitig haben wir den und gleichzeitig wird er aber nicht voll zur Geltung gebracht, noch nicht. Das ist die Schwierigkeit, in der wir sind. Ja, und historisch hatte man noch nicht mal einen Begriff, wo Menschenrechte auf alle Menschen angewandt wurde, wenn man in der zu Beginn der Kolonialisierung von Begriff der Menschenrechte reden kann, der ja ein sehr moderner Begriff ist. Jetzt zu den Kindern. Sind wir wie Kinder? Die das diskutieren und streiten. Genau, die... Genau, ich finde es immer sehr, sehr, sehr nützlich, gerade für Philosophen über Kinder nachzudenken, weil wir meistens nur die erwachsenen Menschen im Blick haben. Und ich bin mir nicht immer sicher, ob nicht die Kinder mehr kapieren und können als erwachsene Menschen. Das hängt wirklich sehr vom Detail ab. Einerseits, weil man muss mal auch so Fortschrittsbegriffe, so ganz klare, lineare Fortschrittsbegriffe, die da dann so mitschwingen können, habe ich so ein Problem mit. Ich glaube, vielleicht müssen wir manchmal mehr wieder wie Kinder streiten, wo man streitet und dann wird es aber nicht sehr ernst genommen, dann ist man 3 Sekunden später wieder Freund, wenn das empirisch verlässliche Impression ist. Und gleichzeitig können wir halt mehr Selbstregulation leisten. Meine Frage an Sie, Frau Höhl, wäre gewesen, was ist denn mit Überregulation? Also die Experimente von Zimbardo und Milgram über Obedience, also über Obrigkeitshörigkeit, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige deutsche Begriff dafür ist, wo die Regulation so stark ist, dass ich eben... Also so hier Empathie, haben Sie gesagt, diese Art von Empathie, die zum Weglaufen, also zum nicht prosozialen Verhalten führt. Dann haben wir da so das prosoziale und soziale Verhalten. Und dann haben wir wieder antisoziales Verhalten, wenn vielleicht die Regulation übersteuert wird. Und dann ist auch keine Empathie mehr möglich, wie das ja gezeigt wurde in diesen Elektroschock-Experimenten. Und wie es ja auch häufig in vielen Kontexten der Fall ist, wenn wir über Holocaust diskutieren, wenn wir über krasse Unmenschlichkeiten zwischen Menschen diskutieren. Und da wäre meine Frage, gibt es eine Verbindung zwischen dieser Forschung, die Sie uns vorgestellt haben, und diesen Sachen, wo Kinder unter Umständen besser sind als wir, weil sie sich vielleicht noch nicht so überregulieren lassen und eher noch auf ihr Gefühl hören?
Das ist so eine ganz schwierige Balance, ja? Also dann zwischen der Ratio und der Empathie, die, wie Sie sagen, ja, kann ja nie ganz global gleich verteilt sein. Dem würde ich vollkommen zustimmen. Aber wir haben immer auch Begriffe, mit denen wir arbeiten. Vielen Dank, Frau Kronfelder. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug Anregungen für Gespräche in der Kaffeepause und vielleicht auch schon das erste Bedürfnis nach einer Stärkung. In einer halben Stunde geht es hier weiter. Applaus